Ja, und wir schauen jetzt in die Halle am Petersplatz. Herr Schumacher, was genau ist das für eine Halle, wo jetzt der Papst seine Generalaudienz halten wird? Das ist die große Audienzhalle, die unter Paul VI. Erbaut worden ist von einem italienischen Architekten namens Nervi. Ein ganz moderner Bau, eine Tragflächenkonstruktion, die also über 10.000 Menschen fasst, stehend oder auch teilweise sitzend. Eine Halle, die 10.000 Menschen fasst. Ja, und wir sehen, die ist ziemlich gefüllt. Die ist jetzt sicherlich ganz gefüllt und Sie sehen da die Menschen, teilweise haben sie auch Fahnen dabei und sind auch oft einheitlich gekleidet als Pilgergruppe, als Gruppe, die aus bestimmten Ländern kommt und zusammengehört. Jeden Mittwoch findet diese Generalaudienz statt. Ist diese Halle dann auch jeden Mittwoch so gefüllt? In den Wintermonaten sicher ist es nicht so mittwochs. Da gibt es auch schon mal Zeiten, wo die Halle dann im rückwärtigen Teil etwas leerer ist. Das hängt immer davon ab, wie viele Pilger sind gerade in Rom. Momentan ist in Rom keine Hochsaison, sondern Nebensaison. Und es ist normalerweise ungemütlich in dieser Stadt im Winter, wo es keine richtige Heizung gibt und auch keine. Wir sehen hier. Jetzt kommt der Papst. Das ist eine erste Generalaudienz nach seiner Rücktrittserklärung von vor 2 Tagen. Ja, frenetischer Jubel für den Papst, der, wie gesagt, nach seinem erklärten Rücktritt sich jetzt zum ersten Mal wieder in die Öffentlichkeit begibt. Es ist eine besondere Atmosphäre natürlich jetzt, diese Audienz. Il Santo Padre stehende Ovationen. Da ora inizio all'udienza generale. Der Heilige Vater eröffnet die Generalaudienz della Croce und er wird zunächst das Kreuzeszeichen machen. Prepariamoci a cogliere la Wir sua wollen parola sein Wort hören la sua benedizione. Und seinen Segen empfangen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch und mit deinem Geiste. Dal Vangelo secondo Luca. Aus dem Evangelium nach Lukas. Gesù, pieno di Spirito Santo, Jesus erfüllt vom Heiligen Geist. Entfernte sich vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt für 40 Tage und dort vom Teufel verführt. In diesen Tagen nahm er keine Speise zu sich, aber als diese Tage vorbei waren, hatte er Hunger, verspürte er Hunger. Dann sagte der Teufel zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sage zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Jesus sagte zu ihm: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Parola del Signore. Wort Gottes. De l'Évangile selon Saint Luc. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
Jésus répondit qu'il est, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Parole du Seigneur. Ja, und jetzt werden in, wie das so üblich ist, in mehreren Sprachen wird das Evangelium verkündet, wird entsprechend auch eingestimmt theologisch. Welchen Hintergrund hat das? In wie vielen Sprachen erfolgt das in der Regel, Pater Hoffmann? Also in den Hauptsprachen, also in Italienisch natürlich, Französisch, Englisch, Deutsch, auch Spanisch wird das Evangelium gelesen und dann auch die Gruppen in diesen Sprachen begrüßt. Und es geht so, was ich jetzt mitbekomme, um das Evangelium des ersten Fastensonntags, um die Versuchungsszene. Und es müssen ja alle Zuhörer aus allen Ländern etwas verstehen und deswegen macht man das eben in diesen Hauptsprachen, sodass jeder etwas kapieren kann. Und wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf habe, müsste jetzt auch nach der englischen Version die deutsche kommen? Ja, Deutsch kommt ganz sicher. Also ich kenne natürlich auch persönlich die Herren, meine Kollegen, die das vortragen, das Evangelium und bei der Audienz da den diesen Dienst erweisen. Aus dem Evangelium nach Lukas. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in die Wüste. Und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Als er aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus, se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu. Ja, auch das ist natürlich ein Zeichen von Weltkirche. Wie wir vorhin gesagt haben, die Vielsprachigkeit neulich wurde sogar die Sprachenvielfalt um eine Sprache erweitert, nämlich Arabisch ist jetzt auch sozusagen eine Standardsprache während der Generalaudienzen. Ja, ist zum Beispiel auf der Webseite, es findet man auch Chinesisch seit einiger Zeit. Also die Weltkirche-Dimension wird auf jeden Fall betont. In Deutschland muss man auch verstehen, dass unsere Kirche eine Weltkirche ist. Genau, das hatte schon für großes Aufsehen gesorgt. Papst Benedikt hatte das veranlasst, eben gerade auch um die Christen im Nahen und Mittleren Osten anzusprechen, nämlich in den Gebieten, die ja nun sehr stark von Christenverfolgung betroffen sind, dass auch dort die Menschen eine Fürsprache aus Rom bekommen.
Das ist überhaupt auch, muss man sagen, ein Zeichen dieses Pontifikates, dass Papst Benedikt XVI. Sehr am Herz gelegen war, gerade den Menschen, den Christen im Heiligen Land, im Nahen und Mittleren Osten nahe zu sein. Hat er denn so eine besondere Beziehung jetzt auch zum Heiligen Land? Ja, natürlich, Papst Benedikt XVI. War im Mai 2009 im Heiligen Land. Dann seine letzte Auslandsreise machte er in den Libanon im September letzten Jahres. Dort hat er das Dokument der Nahost-Synode unterzeichnet. Es geht darum, den Christen im Heiligen Land und in dieser Region im Nahen Osten beizustehen, weil die politische Situation eben absolut schwierig ist und viele Christen leiden, auch verfolgt werden und auswandern. Und der Papst möchte dort einen Akzent setzen, eben die Christen zu unterstützen, die es besonders brauchen. Denn es ist ja so, wie es heißt, dass zum Beispiel im Irak ja auch einem Urland des Christentums, einem Stammland des Christentums, beinahe schon die meisten Christen verfolgt bzw. vertrieben wurden. Also man sagt, 2/3 des Christentums des Iraks wären vertrieben worden oder ausgewandert. Und es liegt natürlich im Interesse des Heiligen Stuhls, dass das Christentum dort lebendig bleibt und vorhanden ist, dass das nicht zum Museum wird. Jetzt. Grazie per la vostra simpatia. Vielen Dank für dieses Mitgefühl, das er mir erweist, die Sympathie, die mir zeigt. Ich habe beschlossen, auf mein Amt zu verzichten, das Amt, das der Herr mir gegeben hat am 19. April 2005. Das habe ich in voller Freiheit gemacht, für das Wohl der Kirche. Ich habe vorher lange gebetet und habe vor Gott mein Gewissen erforscht und wusste dabei, wie schwerwiegend ein solcher Schritt sein würde. Und war mir aber bewusst, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, dieses Amt in der Kraft auszuüben, die man dazu braucht. Und ich hoffe, dass ich sicher erleuchtet bin in diesem Schritt, dass die Kirche ihre richtige Führung findet. Ich danke allen für die Liebe und für das Mitarbeiten, mit dem ihr mich begleitet habt. Danke nochmals. Ich habe gespürt, verkörperlich gespürt in diesen Tagen, für diese Tage, die für mich nicht leicht waren, die Kraft, die mir aus der Liebe der Kirche kommt und sie mich trägt. Und ich habe weiter für mich gebetet, für die Kirche. Und ihr müsst auch für mich und für den Papst also weiter beten. Und der Herr beschütze euch. Liebe Brüder und Schwestern, heute ist ja Aschermittwoch und wir beginnen mit der liturgischen Fastenzeit. 40 Tage, die uns auf die Feier des heiligen Osterfestes vorbereiten. Das ist eine besondere Anstrengung auf unserer geistlichen Reise, die wir unternehmen müssen. Die Nummer 40 ist ja in der Heiligen Schrift öfter zu treffen, vor allem, wie wir ja wissen, sind es 40 Jahre, während derer das Volk Israel in der Wüste war, eine lange Zeit der Bildung, um endlich das Volk Gottes zu werden. Eine lange Zeit auch der Versuchung durch die Ungläubigen. Aber der Herr war immer mit dem Volk. 40 Tage der Reise des Propheten Elias, der zum Berge Gottes ging, zum Berge Horeb. Und er hat das in der Wüste auch verbracht, bis er entsprechend gerufen wurde. Und er war auch vom Teufel versucht. In der heutigen Katechese wollen wir gerade diesen Augenblick des irdischen Lebens des Herrn beleuchten,
was wir im Evangelium des nächsten Sonntags näher hören werden. Also in der Wüste ist ja der Ort des Schweigens und der Armut, wo der Mensch die materielle Hilfe nicht mehr hat, die er sonst hat, und wo er die grundsätzlichen Fragen des menschlichen Seins angehen muss. Und deswegen ist es leichter, dort Gott zu treffen. Aber die Wüste ist auch der Ort des Todes. Dort gibt es kein Wasser, dort gibt es kein Leben. Ein Ort der Einsamkeit. Und da spürt der Mensch die Versuchung besonders stark. Jesus geht in die Wüste und erträgt dort die Versuchung, um eventuell den Weg zu verlassen, den ihm der Vater vorgeschrieben hat, zugunsten des Weltlichen. Aber er nimmt dabei auf sich das, was wir an Versuchung zu ertragen haben, und alle die Bosheit, die uns entgegentritt. Und wir müssen dann auf dem Wege der Bekehrung gehen. Und Jesus hat in der Wüste das getan, was für uns alle eine Einladung ist. Wir müssen einer wesentlichen Frage die Antwort geben: Was zählt wirklich in meinem Leben? Bei der ersten Versuchung des Teufels soll ja eventuell ein Stein in Brot verwandelt werden, weil der Herr Hunger verspürt. Wir brauchen auch Brot, aber nicht nur Brot. Ohne diese Antwort würden wir nicht zugeben, dass wir auch Hunger nach Gott haben müssen, nicht nur Hunger nach Brot. In der zweiten Versuchung schlägt der Teufel dem Herrn den Weg der Macht vor, die Herrschaft über die Welt. Aber das ist nicht Gottes Weg. Es ist klar, dass die weltliche Macht die Welt nicht retten kann, sondern dass die Macht des Kreuzes, die Demut, die Liebe. In der dritten Versuchung schlägt der Teufel dem Herrn vor, sich von der Zinne des Tempels zu stürzen und sich dann von Gott retten zu lassen und von seinen Engeln. Hier ist etwas Sensationelles zu spüren. Das spürt Jesus auch. Aber wir sind nicht Objekte, die wir dem Herrn unseren Willen vorschreiben könnten. Also diese drei Versuchungen hat sich der Herr ausgesetzt. Und das wäre ja im Letzten etwas gewesen, wo man Gott ausnutzt für die eigenen Interessen, für den eigenen Ruhm, für den eigenen Erfolg. Und deswegen setzt man sich damit irgendwie an die Stelle Gottes. Und das darf man nicht tun, und da wäre Gott ja dann überflüssig. Also, welchen Ort hat nun Gott in meinem eigenen Leben? Und der Herr sagt, dass man die Versuchung überwinden muss, um Gott eben nicht an die eigene Stelle zu setzen und nicht die eigenen Interessen zu verfolgen, sondern man muss Gott die erste Stelle einräumen auf dem Wege des Christen. Man muss sich bekehren. Und dieses Wort werden wir oft in der Fastenzeit hören. Das bedeutet, dass man sich in einer Weise einordnet, die das Evangelium für das konkrete Leben vorschreibt. Und dass man sich umformen muss und dass wir nicht uns betrachten dürfen als einzige Herren unseres Schicksals. Wir müssen anerkennen, dass wir von Gott, von seiner Liebe abhängen und dass wir unser Leben nur in ihm recht führen können. Das bedeutet, dass wir entscheiden müssen im Lichte des Wortes Gottes. Heute kann man nicht mehr Menschen oder auch Christen sein, weil man in einer Gesellschaft lebt, die allerdings christliche Wurzeln hat, sondern wer aus einer christlichen Familie kommt,
muss alles dieses jeden Tag sich vor Augen halten und muss jeden Tag die neue Entscheidung treffen, Christ zu sein. Vor diesen Versuchungen, die uns unsere Zivilisation, weltliche Zivilisation vorlegt, und viele Zeitgenossen kritisieren uns ja auch, und dem muss man auch widerstehen. Also, die christliche Gesellschaft hat vieles zu überwinden, im persönlichen, im gesellschaftlichen Bereich. Es ist nicht leicht, dies alles zum Beispiel in der christlichen Ehe zu verwirklichen. Man muss auch nicht barmherzig, man muss Barmherzigkeit üben im täglichen Leben. Man muss vor dem Herrn auch still werden können. Und man, es ist nicht leicht, sich Entscheidungen zu widersetzen, die von vielen als klar betrachtet werden und als notwendig. Also die Euthanasie zum Beispiel. Und wenn man zum Beispiel schwer krank ist, diese Euthanasie. Oder Dinge, die man anwenden kann, um Erbkrankheiten zu vermeiden. Und da muss man immer bedenken, dass man sich zu bekehren hat und dass man mehr Ordnung in das eigene Leben zu bringen hat. Dies soll auch der Anlass gewesen sein für die großen Konversionen wie des heiligen Paulus, des heiligen Augustinus. Auch in unserer Zeit ist der Sinn für das Heilige und die Gnade Gottes immer noch am Wirken und wirkt Wunderbares in so vielen Menschen. Der Herr wird nicht müde, an die Pforten der Welt zu klopfen. Und deswegen dieses nicht zuzulassen, was in uns drin zu sein scheint. Eine völlig agnostische Lebenshaltung kann ja nur eine wahre und tatsächliche Feindschaft einnehmen gegenüber dem, was von uns beachtet werden muss. Man kann nicht ohne Gott leben. Man kann das Leben nicht so weiterführen. Man muss es vollkommen verändern. Ich denke auch an die an eine junge Holländerin, die aus einer jüdischen Familie stammte und die fern von Gott aufgewachsen ist und die aber dann in sich etwas entdeckt hat, was sie schreiben ließ: eine tiefe Brunne, einen tiefen Brunnen spüre ich in mir, Gott ist immer in mir und ich hoffe, ich kann ihn erreichen und alles das, was er abdeckt. Und man muss wiederum versuchen, das freizulegen. Sie hat ihr Leben dann verloren und hat aber Gott gefunden in der großen Tragödie der Shoah, des Holocaust. Sie ist dann vom Glauben umgeformt gewesen in eine Frau, die voller Liebe war und die für den Herrn gelebt hat und die sagen konnte, ich lebe dauernd in inniger Beziehung zu Gott. Die Fähigkeit, sich den ideologischen Schmeicheleien der Zeit zu widersetzen, hat zur Entdeckung des Glaubens geführt und hat eine andere Frau etwas entdecken lassen in unserer Zeit. In dieser Autobiografie dieser weiteren Zeitgenossin wird klar gesagt, dass sie in Versuchung gefallen ist und dass sie eigentlich alles mit der Politik lösen wollte. Und das war offenbar die nationalsozialistische Politik. Und sie ging dann ins Gefängnis und schrieb: Meinen Traum muss ich in der Welt lassen. Wie viel Ehrgeiz, wie viel Suche in mir selbst. Und das war alles, was ich bisher gehabt habe. Der Weg zum Glauben hin war besonders schwierig für diese Person. Aber die Gnade wirkt und sie unterstreicht das. Und sie siegt, sagt, wenn ich in die Kirche gehen muss, dann muss ich mich dorthin knien.
und muss sehen, ich hatte es vorher nicht erprobt, wie es ist zu beten. Jetzt aber verspüre ich den Trost des Gebetes. Und dieses Anhängen an die Kirche bringt ein solches Leben mit sich. In unserer Zeit gibt es nicht wenig Bekehrungen, die zum Christentum hinführen. Auch wenn Menschen sich jahrelang vom Glauben entfernt haben, dann entdecken sie ihn eventuell wieder. Im Buch der Apokalypse lesen wir, ich poche an das Tor, ich hört meine Stimme, öffnet mir das Tor, ich werde zu euch kommen und er wird mit mir sein. Man muss sich innerlich darauf vorbereiten, von Gott besucht zu werden. Und deswegen kann man sich nicht von Illusionen übermannen lassen und von äußeren Dingen und von materiellen Dingen. In dieser Zeit der Fastenzeit, im Jahre des Glaubens, wollen wir unsere Verpflichtung erneuern, auf dem Wege der Bekehrung zu gehen. Wir wollen die Tendenz überwinden, die wir in uns selbst verspüren. Und wir wollen Raum für Gott schaffen. Und wir wollen die tägliche Wirklichkeit unter diesen Augen sehen. Und wir müssen die Öffnung für Gott und seine Liebe und Liebe zu den anderen durchführen und müssen damit entsprechen einer Alternative, die den Versuchungen entgegensteht. Die Liebe des Kreuzes ist auch wichtig. Nicht nur das materielle Wohlsein, Wohlstand, sondern das Werk Gottes zählt. Sich bekehren bedeutet nicht, sich in der Suche nach dem eigenen Erfolg und dem eigenen Prestige zu verlieren, in der eigenen Position, die man erreichen will, sondern jeden Tag in den kleinen Dingen die Wahrheit zu suchen und den Glauben an Gott und die Liebe. Und dass diese alle immer wichtiger für uns werden. Vielen Dank. Ja, starker Beifall für eine ausführliche Katechese Papst Benedikt XVI. Und Sie sehen es, verehrte Zuschauer, die Gläubigen in der Sala Nervi feiern jetzt ihren Papst. Denn es war schließlich die vorletzte Ansprache, muss man sagen, im Rahmen einer Generalaudienz. Viva-Rufe für Benedikt XVI., der sich auch freut über diesen Zuspruch. Très saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin.